So, neues Spiel, neues Glück. Wir spielen PUBG. In Rondo. Und wir gucken mal, wo wir raus. Vielleicht gehen wir hier raus. Bin wir wahrscheinlich schon ein bisschen spät dran. Solo, das wird ganz schön interessant. Mal gucken, das Solo ist immer hart, finde ich. Ist ja witzig. Die In-Game-Challenge ist schon erledigt. Also, jetzt kommt ein Bot runter. Oder? Ist ein Bot aus? Könnte ein Bot sein, weiß man nicht. Hä, sind wir nur zu zweit? Echt? Das ist ja witzig. Habe ich kein Problem. Der landet oben auf dem Dach. Alles klar. Haben die... Ah, die werden jetzt... Die, übrigens, Fun Fact, die werden die... JS9... buffen. Ich habe eine Idee. Finde ich Pumpe Ultra. Wo ist der? Der ist da ins Stadion rein. Passt. Von dem Schalli. So, wo bauen wir den dran? Achso, den haben wir nur für die Hand. Ja, alles klar. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Da drin durch, da einer. Ich war hier noch nie, ehrlich gesagt. Das Game ist halt auch hart hinsichtlich der... Hinsichtlich der Distanzen, die man zurücklegen muss, ist echt unschön hier in der Map. Pump ist geil. Ja. Ich höre nicht. Wir sind in der Zone, das ist eigentlich gut. Muss gar keinen Stress geben hier. Ich mach's ein bisschen lauter noch. Geht los. Okay, was haben wir noch nicht? Wir haben noch keine. Kein gutes Gear eigentlich. Ich war hier drin noch nie, ey. Keine Ahnung. Wenn hier einer rumrattet, bin ich geliefert. Aber was auf jeden Fall eine schöne Sache ist. Ist ein Extended Mag in der MG. Das ist auf jeden Fall immer was Feines. Flashbang nehmen wir auch. Passt. Lightweight Grip ist halt ultra praktisch für die Mark 12. Genau. Passt. Brauchen wir noch ein größeres Scope? Und dann sind wir glücklich. Hier ist zu. Kommen wir nicht raus. Muss ein bisschen leise sein hier. Ich will jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ich mag auch Close Quarter echt gar nicht eigentlich. Weil es einfach ziemlich viel Lack ist, finde ich.
Molly. Passt. Ich bin eigentlich glücklich. Und die Zone haben wir in rauen Mengen, alles klar. Was? Gut, wir können uns jetzt Richtung Zonenmitte aufmachen eigentlich. Das brauche ich gar nicht. Schalli hätte ich lieber. Lol. Ich hätte lieber einen Schalli. Ja, okay, jetzt habe ich nichts mehr. Einen Schalli würde ich gerne noch einsammeln. Stumps haben wir halt zu viele. Tu mal eine weg. Genau. Nehmen wir lieber den Molly mit. Ah, kann man nicht. Wir marschieren hier raus. Schalli wäre noch gut, ne? Wer will hier was? Ach so, ganz vergessen dir zu erzählen, dass ich eine MG habe. Boah, wie ich jetzt erschrocken bin. Passt. Scheiße, bin ich gerade erschrocken. Wie der sich an mich angeschlagen hat, wie kann das sein? Wie ist denn das bitte schön passiert? Wie ist denn das bitte schön gerade passiert? Wie konnte der sich so an mich anschleichen? Ultra nervig. Gutes Zeug auch gehabt, muss ich sagen. Passt. Gut, das war's. Aber was er nicht hatte? Was er nicht hatte, war ein Schalli. Ich will hier weg. Wir verziehen uns mal. Ich will lieber auf die offene Fläche. Freie Fläche finde ich immer besser. Hinten ging Action ab. Hier irgendwo. Lass mich mal was ausprobieren. Ich sehe niemanden. Vor mir unten. Irgendwo hier. Shit, ich bin ultra exposed hier oben. Der Typ hat einen Schalli. Der rechts von mir hat einen Schalli. Der ist irgendwo hier unten. Ich sehe ihn nicht. Der muss hier irgendwo rumlurchen. Da ist auch einer im Wald. Ich will den Schalldämpfer, Dude. Weil dann kann ich mir jetzt einen Schalli holen. Mach mal meinen Eye-Track an. Dann seht ihr, wo ich hingucke. Come on, man. Da müssen doch überall jetzt mittlerweile welche auftauchen. Wo ist denn unser Schalli, Bro? Okay, ich sehe keinen Menschen. Wir haben 200 FPS, das ist erstmal gut. Runter da. Chamberpack ist ultra wichtig in der Map. Chamberpack ist
ultra wichtig in der Map. Das ist das Auto. Aber das hole ich mir jetzt mal nicht. Ich will laufen lieber. Sneaky. Sneaky is key. Hätte ich jetzt einen Schalldämpfer, hätte ich die Reifen auch platt geschossen vom Auto, aber das macht jetzt sowieso keinen Sinn irgendwie. Da oben ist mit Sicherheit irgendwo ein Sniper, der scharf auf mich ist. Hundertprozentig. Übrigens kommt demnächst wieder Update raus. Ich muss noch ein Video machen zum neuen Patch. Wir sneaken und sneaken. Und dann ist Action. Wollen wir Abstauber machen? Könnte man. Brauchen wir aber ein bisschen mehr High Ground, ja? Mm-mm. Wir machen keine Abstauber. Ich bin schon so oft in dieser Map in Probleme geraten, weil ich zu lang rumgelurcht habe. Boah, es geht überall ab. Ist da rechts ist auch noch einer irgendwo. Dong, Dongle Dong. War da. Aber vor mir war noch einer. Muss man aufpassen jetzt. Der war zu weit weg, den loote ich nicht. Bin auch nicht sicher, ob über mir noch einer ist. Das ist auch schwierig zu sagen hier. Hab ich immer gern gemacht, dass man so sich aufs Ding stellt, auf den Berg. Da ist er. Die Kugel ist doch durch ihn durchgeflogen, oder? Schaut es euch nochmal im Video an, also ganz ehrlich. Die Kugel ist doch durch den Typen durchgeflogen. So, Hammer. Ich dachte, ich kann nichts mehr. Aber der ist außerhalb der Zone, also warum stressen? Ach shit! Der ist im Auto gerannt. Oh, ich dachte, das ist ein Bot, der einfach aus der Zone rausrennt. Gibt's durchaus auch. Let's go. Hässlich, hässlich, hässlich. Dem werde ich mich jetzt anlegen müssen. Ich glaube, ich hab's da gerade abgeschossen. Aber ich hab'n. Das ist ganz gut, weil der hatte nämlich, glaube ich, gutes Zeug am Start hier. Rechts von uns war auch noch einer. Das Auto haben wir ganz schön gebastelt, jedenfalls. Boah, fuck. Nervig. Mal hier die Spritze reinjagen. Da drüben auch noch einer? Ne. Rein in den Bambus. Ich habe keine Munition mehr. Ja, wir haben viel gesprayt. Wir haben noch ein Magazin. Oh mein Gott. Welcome to the jungle, guys. Welcome to the jungle. Im Leben. Zone macht jetzt Aua. Rein mit dem Zeug hier. Transportiert Painkillers lieber in der Blutbahn. Gerade wenn man schon zu spät im Spiel ist. Als im Rucksack. Nicht mal mehr die Zeit gehabt, den anderen Typen zu looten. Ist mir aber auch egal. Habt ihr gesehen, wie das Holo ausgegangen ist im EMP? Auch ein Problem. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile einigermaßen überzeugter Holo-Töter. Ich finde das Red Dot... Ich bin nicht sicher, ob ich das Holo nicht sogar mittlerweile besser finde als das Red Dot. Ich habe das mal getestet im
Ich hab das. Da vorne ist einer. Das ist blöd. Den müssen wir uns jetzt eigentlich holen, weil wir. Der ist da hinten. Wo ist er? Ist der noch hier drin? Da ist er! Oh, der Muni für mich. Ich bin ganz froh eigentlich. Zone tut Aua. Keine Munition mehr. Wie kriege ich Munition aus der MG raus? Gar nicht, ne? Wie kann ich... Scheiße! Ich meine, natürlich schade. Wie kann ich denn die MG... Ich kann die MG weglegen und die Munition dann in meine Sniper packen. Ja, so wird's gehen. Blöd. Jammer Pack ist kaputt. Oh, fuck. Es ist jedes Mal das gleiche in dieser Map. Echt, die Zone ist so nervig. Es ist wirklich jedes Mal das gleiche. Laufen ist das Todesurteil in der Map, wirklich. Und jetzt will ich auch noch einen Berg hochpushen. Hinter uns ist, glaube ich, keiner. Wir ballern jetzt nicht mehr groß rum. Wir looten das Haus da noch schnell. Ist ein Auto. Meine Vermutung ist ja, dass das Haus bewohnt ist. Meine Vermutung. Vielleicht finden wir da Munition drin. Das wäre schön. Bin wahrscheinlich... Der einzige, der hier irgendwie auf der Suche nach Munition ist. Das ist sehr gut. Die kann ich echt gut gebrauchen. Bei mir ist einer. Mit einem Schalldämpfer. Muss hier irgendwo sein. Ich sehe nicht. Ja doch, ich sehe ihn. Hier oben. Sneaky, sneaky, sneaky. Nee. Will ich nicht. Kommt der von außerhalb der Zone? Nee. Ron. Hä, fährt er außerhalb der Zone rum? Hört sich so an. Ich sehe nicht. Keine Ahnung. Was? Hat sich so angehört, als wäre er echt. Aber kann es sein, dass er gestorben ist, ne? Jetzt habe ich auch einen Killfeed nicht gemacht, dann echt. Risiko, Risiko, meine Damen und Herren. 9. Ich wurde in einem von den früheren Videos oder in einem von den letzten Videos jetzt gelobt, dass ich nicht mehr so Rambo-mäßig spiele. Das finde ich schön. Lob nehme ich immer gerne an. Tadel ist nicht so mein Ding. Ja, nochmal. Jetzt müssen wir uns vergrünen. Jetzt werde ich bestimmt wieder in den Kommentaren geschimpft, wenn ich jetzt gleich sterbe.
Wieso schießt du denn am Schluss in der Zone noch? Das war einfach zu verlockt. Das war einfach zu verlockt. Und das ohne Schalli. Hm. Sollte man nie machen. Jetzt werde ich wieder geschimpft hier in den Kommentaren. Was, wo ist denn eigentlich? Wir chillen. Wie gesagt, Solo FPP, ne? Also nicht irgendwie hier Bot Session im Casual Server. Nee, das ist echt. Aber ich finde es eigentlich angenehmer, wenn man hier nicht so um die durch das Stehen an der Wand einfach gucken kann, was hinter der Wand ist. Das finde ich eigentlich schon besser. Da wird geballert, okay. Zone wird kleiner. Schau nach hinten. Ich schaue immer nach hinten. Wenn die Zone kleiner wird, guckt nicht nach vorne. Dass vorne einer ist, das ist klar. Aber wenn von hinten einer kommt, dann kriegt er halt die Hucke voll und das wäre schlecht. Deswegen die richtige Seite ist hinten. Das ist immer was, was gerne übersehen wird bei dem Spiel. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht nach viel aussieht, aber das ist wichtig, 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 dass man das macht. Da drüben ist einer, oder? Chillt da nicht einer? Oh, come on! Lass mal schauen, wie viel der hatten denn noch. Der hat nicht mal viele, Bro. Der hatte ja viel mehr Zeit, mich zu spotten, als ich ihn. Ich habe ja erstmal einmal hingeguckt. Der hatte mich, glaube ich, schon gesehen gehabt, als ich hinter den Stein gelaufen bin. Kann das sein? Wirklich. Jetzt gucken wir mal, ob der King ein Erster wird. Aber ich glaube nicht. Er läuft ein bisschen planlos. Oh, wobei, es ist nicht planlos. Er läuft einfach in die Zone rein. Vielleicht wieder. Ja, okay, weiß nicht. Hier sich hinzulegen ist schwer. Ist gefährlich. Weil du hast halt hinter dir viel freie Fläche und jeder, der von da runterkommt, weil er von der Zone rausgepusht wird, wird dich sehen. Ja, das ist besser. Da würde ich mich auch. Oder einfach mal hier an die Zone ranstellen, dann musst du später wieder reinlaufen in die Zone. Auch eine gute Idee. Ne, er will mich looten, deswegen stehen da. Okay, alles klar. Ja, okay, das war okay. Ich dachte, die Zone macht jetzt schon mehr Schaden. War er eigentlich in der Zone? Ich habe es gar nicht gesehen. Müsste ich nachher nochmal nachschauen. Level 3, weißt du? Ich habe mich beim Pieken ein bisschen dumm angestellt. Ich habe gedacht, der trifft nicht. Weil die ersten zwei Schüsse von mir getroffen haben. Und gedacht, okay, ich habe Zeit. Aber er hat getroffen. Er war auch gelegen, ne? Ich war gestanden. Dementsprechend hat er das leichter mit dem Treffen. Aber wie gesagt, nachher ist man immer schlauer. So. Jetzt gucken wir mal, was der Rest vom Schützenfest macht. Rechts von dir ist Action. Rechts von dir, rechts, rechts, rechts. Schau mal lieber nach rechts. Ah, interessiert mich nicht. Wir gucken mal. Wir müssten jetzt alle da runterkommen hier. Direkt an der Kante, an dem Hang. Zone hat noch einen gekillt, jetzt noch? Krass. Okay. Vor ihm Geballere. Ich glaube, der in Zone... Ja, jetzt geht's los. Da ist ein Auto. Wenn du gesehen wurdest, bist du geliefert. Und die Chancen, dass man jetzt gesehen wird, sind relativ groß. Aber ich glaube auch, der ist hier irgendwo, oder war der rechts sogar noch? Oder am Auto unten, an dem Baum. Ich kann nur mutmaßen jetzt gerade im Moment, ich weiß es echt nicht. Es wird viel auf diese Büschel gescoped in der letzten Zone, Phase 7. Da hilft der Busch nicht mehr so viel. Da ist es besser, stellt euch hinter einen Stein oder sonst was. Weil der Busch gibt keine Deckung. Und wenn er irgendwas rausleuchten sieht, irgendeinen krassen hier, was weiß ich, Progressive Skin, dann seid ihr geliefert. Deswegen, Busch in der letzten Zone, das ist wirklich, würde ich nur machen, wenn es gar nicht anders geht. Stein ist da immer besser. Damit kann man nämlich den Angriffsbereich
wo ein Gegner kommen kann oder einen sehen kann. Von 360 Grad potenziell reduzieren auf 180 Grad. Da ist er. Links am Baum. Der andere Baum war der rechts. Er läuft jetzt hier in die Mitte, genau. Er schießt nicht, okay. Schlau eigentlich. In der Zeit für ein Heady. Okay, krass, er hat dreimal daneben geschossen. Er weiß jetzt, wo der andere ist. Und er muss in die Zone laufen. Dann hat er über Global Head weit genug. Das war gut. Er ist links. Oh. Wo ist denn die Crate hergekommen? What? Die Crate habe ich nicht gesehen. Krass! Okay. Interessantes Game. Den hätte ich eigentlich haben müssen, Idiot. Egal. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, like und subscribe da lassen. Ansonsten gerne wieder beim nächsten Mal zugucken. Und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.